goldene Grundgesetz umsetzen. Nein, wurde gesagt. So, können die noch was ändern für uns? Du sprichst jetzt von den Kupern. Nee, für uns, die können weggehen. Die sind alle verschwinden. Das können wir selber viel besser. Warte, kommt gleich. Da kannst du extra reden. Ich wollte damit einfach nur sagen, also wenn die gegenteilige Meinung ist, dass wir noch was für uns tun könnten, also für uns, ne, für den Weltfrieden und alles Gute, wenn das noch sein sollte, bitte jetzt mal auf die Mikrofone reingeben, ja? Ansonsten, ich will ja auch nicht stören bei eurer beschäftigten Tätigkeit, ne? Ihr seid immer im Rennen, bleibt doch mal zu Hause, legt doch mal die Beine auf den Tisch. Entspannt euch mal. Ihr seid immer am Flitzen, hört mal auf zu flitzen. Ja? Stellt euch mal hin, bleibt ruhig. Ja? Bleibt mal, kommt mal runter. Geht doch mal nix Knolle, Jungs. Ne? Nix Knolle! Ja. Das ist so. Das ist einfach so. Deswegen müssen wir das klar und deutlich ansprechen. Wir sind in einer Diktatur. Ihr wachst in einer Diktatur auf mit einem primitiven Mantel der einer angeblichen Demokratie. Die gaukeln euch alles vor. Du hast ja den Ordnungen. Woher weißt du das, was der macht? Der macht der sagt gar nicht, was er macht. Die machen Geschäfte von morgens bis abends. Ja und? Ja, das machen wir einfach, ihr Lieben. Ja? Seid ihr einverstanden, dass Venezuela weggeputscht wird, jetzt die Regierung? Seid ihr damit einverstanden? Bitte ist gut. Wart ihr mit dem Nubienkrieg einverstanden? Fandet ihr das gut, dass weggebombt wird? Fandet ihr das geil, dass Jugoslawien weggebombt worden ist? Findet ihr die Drohneneinsätze in Rammstein super? Krieg gegen Russland, ist das noch eine tolle Option? Wollt ihr da alle nach Stalingrad gehen? Habt ihr dazu Lust? Im Gleichschritt Marsch mit Deutschland hat 34 auf dem Personalausweis. So, das heißt also, wir müssen uns positionieren gegen die Faschisten, gegen die, die die ganze Welt in Terror und Krieg kaufen. Und den müssen wir sagen, mit euch machen wir nicht mehr mit. Die lehnen wir ab. Die lehnen wir ab. Wir sagen, wenn ihr mir verkauft, dass McDonald's jetzt der Staat ist und der Terminator, weil ich gerade zwei Terminator sehe, der Terminator ist der Präsident, der sage ich, leck! Geh die Füße! Ansonsten sind wir ja, das könnt ihr alle mitmachen, aber ich nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr darauf Bock habt, dass es so ist. Der Deutsche Bundestag ist eine Firma, habt ihr Fragen? So, Freitag! Ja, ist eine Firma, ist nichts weiter Schlimmes. Aber habt ihr Lust, euch von Firmen regieren zu lassen? Keine Verschwörungstheorie, könnt ihr angucken. Offiziell als Firmen gelistet und registriert. In den internationalen Firmenregistern. Ach, macht ja nichts. Dann ist es halt eine Firma. Ja, dann geht doch. Ja, das geht doch gar nicht. In Frankreich werden Menschen verletzt und getötet. Durch was? Durch Firmen. Alles privatisiert. Das ist echt irre. Die Berliner Polizei privatisiert Firma und der Firma. Lizenzrecht von der Innenministerium Bayern. Da kriegen sie eine Lizenz auf die Wortmarke Polizei. Damit dürfen sie rumrennen als Lizenznehmer. Super. Ja, so verrückt ist das hier in Deutschland, ja? Vollprivatisierung nennt sich das. Gibt ganze Bücher darüber, ihr Lieben. Na, das ist doch irre.